Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit der Sparta Challenge. Ja, das sind keine Spartaner, das da hinten sind Spartaner. Und die warten auf den Feind. Ja, aber der Feind hat sich jetzt gedacht, er kommt doch nicht zu uns. Das war ein bisschen seltsam, aber okay. Dann würde ich sagen, spulen wir ein bisschen vor. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt doch nicht angreift, sondern sich hier oben einbunkert. Aber an sich ist er doch rein theoretisch der Aggressor. Also könnte auch sein, dass er sich erstmal hier verbinden will mit seiner, mit seinen Homies. Sieht denn tatsächlich so aus? Ja, sieht so aus, okay. So, dann mache ich mal ein bisschen schräger das Ganze. Ah, das sieht schon geil aus, ne? Warte mal. Wir müssen ja wirklich parallel sein hier. So. Ja, wie das aussieht, ne? Also der hat halt ein bisschen stärkere linke Flanke auf seiner Seite. Ich glaube, ich werde meine dann dementsprechend verstärken. Wobei der da wird hier bleiben. Ja, wobei, nee, das ist ja doch, das ist einer von mir. Oder? Ich glaube, das ist keiner von mir. Das heißt, er kann angreifen. Okay. Ich fange mal ganz leicht an, so eine ganz leichte Zangenbewegung zu machen. Die fangen wir schon hier an. Ja, ihr kennt ja meine Taktik, ne? Also immer schön von der Seite angreifen. Immer schön von der Seite angreifen. Und der hat ja hier auch keine Kavallerie mehr, die dann relativ schnell hier angreifen kann. Das sagt er, er hat keine Kavallerie. Hat er, ja, scheiße, er ist freigekommen, ne? Das ist jetzt nicht so gut. So, das ist gut. Das ist nicht gut. So, und jetzt gehe ich mit denen allen weg. Sehr schön. Und schieße ich hier rein. Und die da benutze ich dann,
um hier in der Seite anzugreifen. Wie gesagt, also die kretischen Bogenschützen sind wirklich einer der besten Bogenschützen, die es im Spiel gibt. So, jetzt einfach Platzregen hier rein. Ist ja, passt ja zum Wetter gerade. Wir gehen ein bisschen vor und schnell schießen. Und jetzt gleich wird die Moral von denen sowas von versinken. So, hier können wir auch langsam so, jetzt mache ich mal Signalschuss auf die hinteren Stellen. Und dann wieder normal. Ihr geht dahin, ihr greift da an. Alter. Stell dir vor, du stehst halt hier. Und bist halt im Kreuzfeuer, ne? Also jetzt im voll gemein hier. Todeszone und so. Wie sind die denn hier rausgekommen? Aber die greifen hier nicht an. Die greifen zum Glück nicht die Bogenschützen an. Schön. Schön. Und ich kann vorspringen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na. Die dürfen wir sich noch leer schießen. Nein, die sind schon leer. Okay. Hab halt keine Kavallerie für Verfolgungsjagden. So, also durchschnittlich die Bogenschützen so 2, 2,7, 3, 1, 8, 1, 3, 1, 9, 1, 3. Ich würde so, ja, 1,5 Durchschnitt. Ist halt schon krass. Ist halt schon böse. 1700. Ach komm, ich versklave sie. Ah, Agenten. Wie ich sie vermisst habe. Und sie sind tot. Nice. Das wäre ja cool. Also, ich hoffe. Genau. General. Schade, dass ich nicht sehen kann, was für eine Fraktion der hat. Aber an sich spielt das auch gar keine Rolle. Er wird überleben. Oder er wird sterben, wenn es ein General von mir ist. Ich glaube, das ist ein General sogar von mir. Mm. Ui. Ui. Mm.
Entschuldigung. Knus, knus. Das Wetter ist sehr clever von ihm gemacht. Sehr clever, weil ich eben sehr viele Fernkämpfe habe. Aber ich habe noch, also genauso viele Pikniere. Okay. Ich stelle mich hier auf. Ja, dann muss er von hier über einen Hügel drüber. Und verbraucht schon ein bisschen Ausdauer. Okay, die das sind ein bisschen low. Ich mache wieder eine starke rechte Flanke. Eine schwache linke. Die sind hier. Habe ich alle? Ja. Okay. Dann haue ich hier mal eine Barrikade hin. Die da werden sowieso nichts bringen. Weil ich keine keine Brandpfeile habe. Krähenfüße verursachen mehr Schaden an berittenen Einheiten, die sich aus einer bestimmten Richtung nähern. Grundsätzlich Schaden an. Genau. Also gegen Fußsoldaten machen die nichts, glaube ich. Wollte gerade nachlesen, aber ich glaube ja. Eigentlich selbst dann. Ne? Ja, okay, aber. Das sind ja an sich keine Krähenfüße. das sind eigentlich Anti-Panzer. egal. Man würde sie ja nicht sehen, wenn sie originalgetreu wären. So, ich mach sie hier. Ich tue sie hier hin. Damit von hinten keine Leutchen kommen können. Nähert sich feindliche Unterstützung. Nur einmal von da. Da können wir wieder ein bisschen warten. Es wird wahrscheinlich länger dauern, bis der zu mir kommt. Natürlich, ich tausche mal kurz Platz. Warte mal. Also die beiden kommen hier hin. Die da kommen dahin. Die da hier müssen länger aushalten. Das ist die an der Seite. Also wenn er umringt, also wenn er versucht mich einzukesseln, dann sind die natürlich die wichtigen. Aber normalerweise, also so wie der eigentlich immer spielt, frontal einfach drauf. Okay, wie viel Kavallerie hat der? Also hier hat er einmal... Und da hat er einmal hier. Nee. Und der baut sich sehr, sehr breit auf. Er baut sich sehr, sehr breit auf. Das heißt, ich baue mich auch breit auf. Okay. Ich hoffe, dadurch, dass mein General hier ist,
dass er eher auf die Seite kommt, aber das sieht gerade nicht so aus. Da hinten ist noch ein General Eikeschwane. Soll ich pieken an? Ja. Okay, hier ist Kavallerie. Clever. Ja, das macht er wahrscheinlich genau dasselbe. Nee. Hier geht er auf die... Unser General wird angegriffen. Ihr dürft auch rennen. So viel Freiheit, Freiheit habt ihr. Gut, erstmal gegen die Jugendlichen, die machen sehr viel Schaden. So, die ersten wanken. Sehr gut, gleich auf die zweiten. Das bricht hier gleich zusammen. Hier gehe ich mal um und drum rum. Dass die so lahm sind hier. Ist echt schlimm. Okay, hier bricht es wirklich jede Sekunde ein. Ich muss hier mal ein bisschen... unterstützen. Aber nicht so, nicht in die Nahkämpfer rein. Das ist schlecht. Ja, wobei, also das ist ja gerade gut. Dass die durch die Krähenfüße durch sind. Ihr denn da? So, ihr geht mal auf die Altgeschworenen drauf. Ihr geht hier drauf. So, mal hier ein bisschen unterstützen. Und ihr hier drauf. So. Okay. War nicht ganz so erfolgreich, ehrlich gesagt. War nicht ganz so erfolgreich. Aber jetzt läuft es ja wieder ein bisschen besser. Geht mal da weg. Die sind jetzt frei. Auch mal hier, ja, wobei ich tu die mal hier hin und schieß dann da rein, weil der ist gerade ein bisschen aggressiv. Idiot. Wenn man einmal nicht aufpasst, ne? Okay. Die idiotischen Typen immer. Also.
schön. Ja, schön rein. Warte mal, haben wir hier eine irgendwie... Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, weil die angekesselt wurden. Was hat mich denn da geritten? So, das sieht doch schon mal besser aus. Also du da, da. Ich denke, das sollte jetzt passen. So hoffe ich mal. Boah. Krass, die halten ein bisschen länger aus, ne? Also, aber waren auch, glaube ich, ein bisschen ein paar mehr. Waren, glaube ich, auch mehr. Jetzt mal macht mal ein bisschen Dampf hier. Unsere Stämme noch mehr. So. Jetzt haben wir es, glaube ich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der feindliche General ist tot. So, jetzt hat. Ja, habe keine Pfeile mehr, deswegen kann ich da nichts mehr machen. Uiuiui, knapper Sieg. Ja, also so gut war es dann auch nicht. Weil der hat es ja richtig cool gemacht, dass er, ja, er hat richtig, also sich richtig breit aufgestellt. Das war sehr gut. Kann man nichts sagen. Und das war auch gut für ihn mit dem Nebel und dem Regen. Das war sehr gut für ihn. Oh nein! Tja, dann kommt ihr mal zu uns. Das war sehr gut für ihn. So eine Fokus Militär. Was mache ich denn gerade? Keine Ahnung. Ich glaube zivil sogar. Okay. Stopp. Habe ich also. Euer Diplomat ist zusammen mit einem berühmten Gelehrten zurückgekehrt. Das ist super von, aus Athen natürlich. Sehr schön. Aus Rhodos. Euer Diplomat ist zusammen mit einem Gelehrten zusammen. Okay. Erfolgreiche Diplomatie, es hat eine goldene Zunge. Die andere Fraktion hat euch eine ganze Siedlung angeboten. Uiuiui. Sehr schön. Ein großer Erfahrungsschatz und fällt an seinen Fertigkeiten. Ja, das ist ja mal schön. Okay. Gelehrter. Lernhänden zurückgekehrt.
hat euch hintergangen. Strafe für oha. Okay. Verschleiß, Ressource, Leder. Sehr schön. Cool. Okay, dann wird jetzt groß geheiratet, hoffe ich. Du bist noch zu jung. Du kannst jetzt heiraten. Scharfzüngige Ehefrau. Okay. Familienpflicht und dann bekommt sie keinen Boni auf Kinder bekommen hier. Was soll denn das? So. Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen rübsen. Okay, die kann jetzt heiraten. Das ist sehr gut. Sehr schön. Religiöser Ehemann, Kultur. Wachstum, öffentliche Ordnung, gebildete Ehefrau. Das ist gut. Das ist sehr gut. Schön, schön. So. Dann machen wir mal hier unten. Das auch hier aufräumen. Leider nicht kontrollieren. Leider nicht kontrollieren, was ist los? Nee, sondern nicht kein Klientelkönigtum machen. Weil das geht leider nicht. Ressource, da brauche ich brauche hier Holz dazu. Hatte gerade hier Holz. So, easy, easy, easy. So. Cool. Wir haben ein Imperium. Sehr wunderbar. Hier so, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Nahrung haben wir momentan. Das ist ein bisschen zu wenig, finde ich. So. Ich schnipp's mal wieder ein bisschen rum. Das kostet alles Nahrung. Mache ich auch zu Nahrung. Minus 8 Nahrung, minus 8 Nahrung. Mal schauen. Also in 8 Runden brauche ich richtig viel Nahrung. Ich habe kein Geld mehr. Alter, ernsthaft. Warte mal, wie viel kostet das denn? 6700. Das 3001. Ja, da habe ich doch einiges ausgegeben, ne? Nicht Steuersatz, das brauche ich nicht. Was Panem? Hier. Okay. Antea, da bist du. 1600, okay. Nächste Runde mache ich dann hier. Wer bist du denn? Was bist du denn für einer? Ihr wollt die Stadt haben? Viel Glück. Aber erstmal hole ich mir das da. Das können wir automatisch machen. Die haben ja gar nichts mehr. Okay, und schon wieder eine halbe Stunde ist vergangen. Dann würde ich mal ganz schnell sagen, vielen Dank fürs Dabeisein.
fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Habt noch einen wunderschönen Tag und ja, wir sehen uns dann. Mach's gut, bye bye.